zu Teil 2. Dart, genau, das müssen wir vergessen. Heute mal in anderer Optik mit meinem anderen Trikot. Spitznamen wisst ihr, das wisst ihr, wo waren wir stehen geblieben? Feuerberg waren wir stehen geblieben, gell? Muss man das ab und zu mal merken, ne? Wo ich stehen geblieben bin. Daneben sieht man ja das Ding hier. Oh, egal. Feuerberg, was war Feuerberg? Ah ja, Feuerberg war hier dann Kurpfalzliga. Da war ja der Gründer der Kurpfalzliga, war ja da Vorstand von dem Verein. Und viele, viele namenträchtige Spieler, wo ich dann auch späterhin noch Kontakt habe oder auch noch habe, wie auch immer. Und die Kurpfalzliga ist die heutige KPL 2020, früher Kurpfalzliga 2007. So, da bin ich dann mit einberufen worden, da kommen wir später dazu. Und mittlerweile ist ja die KPL 2020 und die ist mittlerweile wir. So, und da bin ich dann darüber gekommen. Auch super liebe Leute, wie gesagt, mit Bam Lee, wo da schon involviert war. Aber da habe ich zum ersten Mal für den Feuerberg gespielt. Das war dann auch so das erste, wo dann ein bisschen mehr Erfahrung da war, sage ich mal. Wo dann einfach auch ein bisschen mehr Qualität auch in mich gekommen ist, ein bisschen. Aber wir reden hier immer noch von B-Klasse. Wir sind hier in der BZ-Bundesliga oder sowas. Wir sind immer noch weit, weit, weit davon weg. Und aber man sammelt dann, Erfahrungen. Man ist auf einmal auch in so einer gewissen Atmosphäre und dann einfach auch, oh, da ist der. So, und da sammelt man seine Erfahrung. Aber da war ich nicht so arg lang, weil einfach das Klima vorne so, hinten so und dann war der erste Bewegpunkt. Ich war da über ein Jahr, also das war da wirklich lang und dann sind wir auch lokal gewesen, da war ich auch lang, weil der Besitzer auch einfach cool war. Da habe ich dann auch meine erste Hochzeit gefeiert und lauter so Sachen. Und da war ich wirklich, wirklich lang und dann war später hin, wie ich dann nach Feuerberg und nach dem ganzen Gedöns bin ich wieder zurück zu Triple X. Ich hatte zwischendrin auch mal so eine halbjährige Pause und dann bin ich zurück zu Triple X. Warum? Einfach Leute cool, es waren nochmal andere Leute da. Und man hat einfach Erfahrungen und hat auch andere Leute mitten in den Sport involviert, auch von der Arbeit und. Und dann war ich wieder mit Triple X und dann sind wir in dieses Lokal, wo ich damals schon gespielt habe. Und ich muss Bilder raussuchen, mal gucken. Ah, das Bild-Finish. Vereinsmeisterschaft-Finish, definitiv. Das Finish zeige ich euch mal hier. So, und das war Titel Nummer 1. Jetzt muss ich gucken, ich müsste auch noch Vereinsmeisterschaft 2 haben. Das weiß ich aber nicht, ob ich das Bild habe, aber nicht, blende ich es jetzt ein. Wenn nicht, dann habt ihr Pech. Es war Vereinsmeisterschaft Nummer 2. Und dann müsste es Videos geben auf Facebook. Mal gucken, ob ich hier ausspeichern kann. Wenn nicht, schneide ich es jetzt rein. Wenn nicht, tut mir leid, dann ging es nicht. Ich habe auch nicht so unbedingt wie mit Videos speichern aus eigenen Account. Keine Ahnung, muss gucken. Das war dann Nummer 3. So. Und da war ich dann wieder länger. Wir haben an Kerwe mitgemacht und so weiter. Die Bilder, geht doch einfach auf meine sozialen Medien, dann sehen das. Und da war dann auch Kerwe, wo wir involviert waren, Fastnacht, wo wir involviert waren. Also das hat dann auch richtig Spaß gemacht, auch über Jahre dann. Und dann wurde das Dartspielen so ein bisschen mehr zur Nebensache. Und dann wurde es auch massiv besser, weil es nicht mehr Hauptbestandteil war, sondern auch mit Spaß Nebensache und die anderen Sachen cool waren. Und dann auch die erste deutsche Meisterschaft bei Triple X. Mit Triple X. Jetzt war aber das Problem, dass ich vor dieser deutschen Mannschaft raus bin zu einer anderen Mannschaft. Und die ich dann im Prinzip nicht mitspielen dürfte. Und ich das dann gesagt gekriegt habe. Da sagt, du hast mir so, ja, im Prinzip, ich habe sie hingebracht mit hin, ja, durfte aber nicht mit antreten. Also haben sie sich ein Eigentor geschossen, weil nach der zweiten Runde waren sie weg. Also nur im zweiten Spiel, also das ist die erste Runde, nach dem zweiten Spiel waren sie weg, weil es ist Gruppephase und dann geht es so weiter. Und dann geht es in die Viertelfinale und so weiter. Pech gehabt, Freunde. Hätte mich dabei gehabt. So. Und dann bin ich gewechselt. Wo bin ich denn hingewechselt? Jetzt muss ich überlegen, dass ich nichts Falsches sage. Dann bin ich nach Frankenthal. Dann bin ich nach Frankenthal gegangen. Dann habe ich dann in Frankenthal gespielt. Habe dann
die Leute, wo ich jetzt erkenne, mitgesehen, mitgemacht. Und dann war dann der Punkt auch, wo ich dann zum ersten Mal hier gefragt worden bin. Das war mit der Auslöser, warum ich dann auch von Treble X weg bin. Weil hier stand im Hause die Relegation zur Bundesliga. Stand hier ins Haus. So, Problem war, ich durfte nicht mitspielen zu diesem Tag, Zeitpunkt, Gedöns. Warum? Ich musste schon Mitglied sein vorab und schon mal gespielt haben, dass ich die Relegation mitmachen darf. Nein, leider nicht. Schade. Schade, ich hätte damals gerne mitprobiert. Aber gut, weiß man nicht, was passiert wäre, ob man gewonnen hat, keine Ahnung, weiß man nicht. So, und das war dann der Punkt, der Aufstieg aus der A-Klasse hoch in die, sage ich mal, Königsklasse, wo du dann langsam dann weißt, okay, ab jetzt wird die Luft sehr dünn und hier entscheiden Nuancen. Und ja, dann bin ich rüber zu der Pelzer Bube, damals eklig grüne Trikots, mein lieber Mann. Und dann haben wir die neuen machen lassen. Ich habe noch mal eins mitgebracht. Hier die neuen machen lassen. Sieht ja schön aus, ne? Sieht doch schön aus. Und hier seht ihr jetzt auch mein Spitzname. Hier seht ihr das auch noch mal, ne? Sieht man schön, Angeber. Und ja, auf jeden Fall. Ich habe noch mehr Trikots. Mir kommt da alles. Wenn wir dann mal die Videos machen mit, wo wir Dart spielen und so weiter, wie man die Leute sind, wo man. Es kommt noch so viel, Freunde. Und da kommt dann der Punkt, wow, jetzt trittst du an und jetzt spielst du gegen Spieler. Vorher warst du immer in der Rangliste mit oben dabei, in den Top 10, sagen wir mal. Du kannst ja auch nicht immer spielen. Eine Regel gewinnt der Rangliste für und er spielt eigentlich jedes Spiel. So, warum? Weil der Erster werden will. Der Rest interessiert kein Mensch, weil sie es nicht jedes Spiel spielen. Genauso war es bei mir, ich war in der Top 10 mit aufgehalten. Wenn man aber das Verhältnis gesehen hat, war ich eigentlich in der Regel immer besser wie der Erste. In der Regel. Aber ich habe nicht jedes Spiel gespielt. So, jetzt kam aber der Punkt, jetzt können die das auf einmal alle. Jetzt können die das alle. Verdammt, die können das alle. Alle können sie das. Erster Spieltag. Halt, nee, stopp, bevor wir da jetzt anfangen. Wie bin ich gefragt worden? Oh, das hätte ich ja beinahe vergessen. Wie bin ich denn gefragt worden? Ach, du liebe Zeit. Ich war auf dem Abschlussturnier mit der Triple X und so weiter und gefeiert und Zell und jenes. Und jeder hat gewusst, eigentlich kann er mehr. Aber da war ich wieder bei dem Punkt, wie es am Anfang beim ersten Mal war bei denen. Die Mannschaft kann nicht mehr. Aber ist nicht schlimm. Die neue Mannschaft war einfach genial. Das habe ich ja um mich herum aufgebaut. Die Leute, wo da waren, die habe ich ja mit außenrum aufgebaut. Die haben mit mir trainiert, die haben mit mir geschwitzt, die haben mit mir gekämpft. Wir waren so ein verrückter Haufen. Da war der Hardrocker dabei, da war der Stingi dabei, da war die Großfresse dabei, da war der gemütliche Dicke dabei, da war der Stiernacke dabei und der Sunny Boy. Ohne Mist, wir hatten alles. Wir hatten einfach alles in dieser Mannschaft. Und es hat massiv funktioniert. Massiv funktioniert. Und dann kam halt das Angebot. Hey, kommst du zu uns? Natürlich komme ich. Was denkt denn ihr? Und ich bleib doch nicht da sitzen. Und da bin ich halt darüber gewechselt. Und dann habe ich mich auf dem Abschlussturnier, wo ich damals gefragt worden bin, wo du ein bisschen aufblickst, muss man ja auch sagen, fragen dich, spielst du bei uns? Kommst du rüber zu uns? Und du weißt, die spielen jetzt die Relegation für die Bundesliga. Das spricht sich herum. Du kennst ja die Leute, das spricht sich herum. Und du weißt das. Und du denkst dir, boah, bin ich schon so weit? Und dann fangen ja die Selbstzweifel an. Dann kommt das Zittern und dann gehst du darüber und du trainierst mit denen. Und du brauchst dich ja nicht verstecken. Also trainieren brauchst du dich nicht verstecken, weil es kommt nicht viel oben drüber. Du spielst Turniere, knallst die weg, schießt die weg, machst der SL jenes, gewinnst die mit massiver Kraft und dann kommt danach noch ein Turnier, also man spielt an einem Tag, ich sage jetzt mal ein Einzel, jeder gegen jeden und dann gewinnst du das Ding knapp gegen eine Bundesligisten, wo siebenmal Weltmeister geworden ist, heutzutage früher fünf, glaube ich, gewinnst du das Ding und dann machst du danach noch ein Kratzer-Turnier, erkläre ich euch alles, wenn wir es mal machen, dann spielst du gegen, dann wirst du Zweiter hinter ihm, das sind Spiele, die sind cool und dann klopfen ja auch alle auf die Schulter, weil sie sagen, geil. Endlich mal einer, wo ihm Paroli bietet. Das ist ja das. Die,
Du hast Leute, die mag keiner, sind aber verdammt gut, kommen dahin, schießen die Leute auf dem Turnier weg, so richtig arrogant und fertig. Aber ich feiere ja mit denen, ich trinke mit denen, ich habe Spaß mit denen, mir erzählen Witzchen und Blödsinn und ich verstehe mich mit denen, das ist ja mein Ziel. So, und die klopfen dann auf die Schulter und sagen, ey, geil, endlich mal hatten einer richtig einen eingeschenkt. Und wenn du dann aber Zweiter bist, dann gehst du hin und sagst, ey, saugeil, ich hätte gern das auch noch geholt. Geil. Dann in diesem Sinne, Grüße gehen raus. Ich finde dich ein geiler Typ. Er ist ein geiler Typ, weil ein fairerer Spieler wie ihn gibt es selten. Fairer wie ihn gibt es verdammt selten. Ist der Onkel vom Nico Kurz. Nur so ein Tipp. Spielt auch bei der Data hier. Ja. Und ist der Onkel von ihm. Und richtig geile Messen. Der spielt auch bei mir im Lokal aktuell mit. Also wir spielen bei, den zeige ich euch, der Tommy. Bei dem Lokal spielen wir alle miteinander. Und jetzt kommt der Punkt. Erster Spieltag, wo wir waren, gezittert. Sei doch nicht so nervös. Oh, mach da nichts draus. Und direkt Abfalle. Erstes Spiel, gib Gas. Direkt, aber sowas von verschlagen worden an dem Ding. Warum? Du willst beweisen, du willst abliefern, du willst denen zeigen, es war kein Fehler. Es hat gedauert ein halbes Jahr, bis ich einigermaßen die Kurve hatte. Einigermaßen. Wo ich dann einigermaßen auf Level war, wo ich sage, ja, das war jetzt ansehnlich. Jetzt bin ich angekommen. Ein halbes Jahr nur auf die Ohren kriegen. Nur auf die Ohren. Da braucht man Power. Und dann trainierst du weiter und dann zeigst du, dass du das willst und machst. Und in diesem Schritt, den lernen wir auch noch kennen, den zeigen wir auch, mit dem zeige ich auch ein paar Dart-Tricks. Das ist dann das, wenn es wirklich exzessiv wird. Wenn wir dann Trainingsvideos machen, wo dann donnerstags kommen, Ferner liefen, wo euch ja gar nicht interessieren wahrscheinlich. Wenn sie euch interessieren, ja, dann guckt sie. Es ist alles cool, aber die kommen dann zu den anderen Tagen. Dass ich einfach, ich sage montags das, Dienstag das, Donnerstag das, sehen wir, wie es sich entwickelt. Aber auf jeden Fall, wir schauen. So, den lernt ihr kennen, genauso wie der Mirko, er spielt ja auch Dart. So, und dann muss man sich reinknien, da muss man zeigen. Genauso, das war hier. 2 Jahre Zeit und immer wieder drauf und immer wieder drauf. Und dann kommen wir dann auch zu schwierigen Entscheidungen, was ich noch zu treffen habe. Erkläre ich euch, erzähle ich euch, was da im Gedanken rumgeht. So, wie ich als Mensch ticke, erfahrt ihr auch. So, und jetzt passt auf. Jetzt kämpft man und irgendwann kommt der Punkt, dass es klappt. Irgendwann kommt der Punkt, nächste deutsche Meisterschaft. Ich habe einen Fehler gemacht bei meiner ersten deutschen, wo ich gespielt habe. Und zwar, bei meiner ersten deutschen habe ich gar nicht gespielt. Bei meiner ersten deutschen Meisterschaft, mit denen habe ich nicht gespielt. Bei der zweiten habe ich dann schon gespielt. Ich fühlte mich bei meiner ersten unsicher. Ich fühlte mich nicht fähig, jetzt diesen Druck auszuhalten, weil einfach erfahrenere Spieler hinten dran sind. Genau das war das. Ich war da, durch diese Aussage war ich schon nicht bereit. Und das hat mir die Mannschaft auch krumm genommen, weil sie gesagt hätten, hättest du das zugetraut, hätte es geklappt. Dann kam das nächste Jahr, Deutsche Meisterschaft, dann habe ich gespielt und genau das erste Spiel gespielt und ich habe diesen Mann zerrissen davon. Der hat gedacht, der weiß gar nicht mehr, wo er hingehört. Der hat die ersten 4 da zu mir gesehen, hat er gewusst, alles klar, ich gehe mal jetzt ein Bier holen und dann ist Feierabend für mich. Weil bis dahin ist er nämlich fertig, bis ich wieder zurückkomme. So war es auch, den habe ich einmal richtig vorgeführt. So, und dann fühlst du dich angekommen. Dann war der Punkt für mich innerlich erreicht. Ja, jetzt gehöre ich dazu. Und da muss man sagen, da habe ich über 1,5 Jahre bei denen gespielt. Über 1,5 Jahre. So. Zwischendrin haust du der Dinger raus, wo du denkst, boah, brutal, dann haust du der Dinger raus. Ja gut, das können die C-Klasse auch. Nicht, dass die C-Klasse schlecht ist, um Gottes Willen, aber ja, ist wechselhaft. Ist einfach so. Und ja, dann war ich da angekommen. Und während diesen ganzen Dingen sind so viele Sachen passiert, so viele Turniere passiert, so viele Ereignisse passiert, was man wie erlebt, wie man da richtig an die Sachen geht, was wo wie zu tun ist und wie man richtig trainiert, wie man sich auf den Spieler vorbereitet. All das kommt jetzt in Zukunft. All das machen wir jetzt halt einfach mal. Aber jetzt habt ihr mal so einen Einblick in meine Dart-Geschichte, so in den Werdegang, so grob, wie das passiert ist. Und dann erzähle ich euch, warum dieser Sport so geil ist. Das kommt jetzt auch in Zukunft. Das ist heute mal ein bisschen kürzer, habe ich im Gefühl. Na, ich habe gesagt, eine halbe Stunde kriegen wir das hin. Halbe Stunde, kommt, kriegen wir hin. Halbe Stunde kriegen wir hin. Pause machen, kommen in einer Viertelstunde wieder, dann haben wir die halbe Stunde. Nein, was macht den Sport aus?
den Sport macht aus Folgendes. Eine gehandicapte Person, geistig, körperlich, egal, kann diesen Sport spielen. Nicht unbedingt ohne Betreuer zum Beispiel, aber kann's. Durch einen Unfall gehandicapt, wo jetzt zum Beispiel irgendwas nicht mehr geht und man macht es unmöglich möglich, rechts auf einmal Arm kaputt und nur nach links geht, du bist aber die ganze Zeit mit Rechtshänder gewesen. Geht. Also dieser Sport ist fair. Und ich muss sagen, leider anatomisch würde ich behaupten, ich weiß nicht, ob es stimmt, aber anatomisch sind wir Frauen überlegen. Anatomisch gesehen. Wegen der Wurfbewegung. Weil wir, also die perfekte Wurfbewegung beim Ball zum Beispiel, ich werfe jetzt einen Ball. Wir können 45 Grad werfen. Die Frau kann das, glaube ich, nicht. Und genauso ist es beim Dazu ähnlich. Dass wir anatomisch ein bisschen besser gestrickt sind. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Das muss ich nochmal nachlesen. Komm mal. Und da behauptet man, Frauen sind nicht so gut. Hm. Ich spiele jetzt schon eine Weile Dart. Ich habe auch ein paar Pokale. Aber ich habe auch einen guten Freund, Tommy, seine Frau, die Daisy. Ich war bei denen daheim das erste Mal zu Besuch und dann bin ich da rein. Dann lese ich da World Cup China, zweiter Platz. Mhm. Ich bin froh, wenn ich es auf der Landkarte finde. Die hat da den zweiten Platz gemacht. Dann, das ist ja ein Riesen, das, weil vom Boden ist das so ein Kavenzmann, das sind ja Riesendinger. Ja, ob es jetzt hat, auf der deutschen Meisterschaft die zweiten Plätze sind, auf dem Doppel, zweiter, erste, was weiß ich, was die alles gewonnen hat. Münzen, Zell und jenes, eine Riesenvitrine, war da volles mit ihren Erfolgen. Und dann stehst du vorne dran, Frauen können ja gut abspielen. Poppes, Freunde, die können das sehr gut. Und Männer, diese Eindrucks, und man muss sagen, sie hängt es nicht an die große Glocke. Sie hängt es nicht an die große Glocke. Macht sie nicht. Sie lässt es ganz easy und locker bei sich, freut sich ihres Lebens und cool ist. Ich finde es auch cool, ich muss jetzt auch nicht überall profitieren, es stehen auch so viele Pokale irgendwo verteilt von mir, aber einfach nur, damit es ein bisschen schöner und lokal ist, dass man ein paar Pokale sieht. Es sieht ja auch eindrucksvoll aus, muss man sagen, aber wenn, dann für mich, in meinem Keller stehen ja auch oben ein paar Pokale drauf. Alles cool. Und ja, also es ist so fair, es ist so wow, klasse, dieser Sport, dass ich einfach sagen muss, das gibt's auch beim Billard. Alles cool, Billard genau dasselbe, Manuel Radu. Wenn der kommt aus Frankenthal jetzt zum Beispiel, ein Weltklasse-Billardspieler. Der spielt in dem Verein, wo ich früher gespielt habe. Und ein Weltklasse-Billardspieler, wirklich massivst gut, aber gehandicapt. Ich gewinne kein Spiel gegen ihn, ich gewinne keins. Und ich würde jetzt sagen, dass ich es nicht kann. Aber der ist verdammt gut. So, und das macht auch diesen Sport fair. Also das sieht man die Parallelen draus. Kicker. Du musst nicht laufen können, um gut Kicker zu spielen. Beispiel. Und das finde ich fair an solchen Sportarten. Das finde ich cooler Sportarten. Ich kann mich messen, egal wie. Geht. Und wenn einer Hilfe braucht, dann Hilfe. Ja. So, das sind so Themen, wo einfach in dem Ding. Und auch was jetzt bei uns in der Liga jetzt zum Beispiel ansteht. Komm, ich erzähle jetzt einfach raus, das was kommt, kommt jetzt dann. Bei uns in der Liga, ich habe jetzt ein Konzeptangebot bekommen, dass ich das unterstütze. Wir von der Lebenshilfe haben vor, 15 Personen, beziehungsweise 16 würden gehen, aber 15 sind es, an einen schönen Tag in einem Lokal, nicht Raucher, klar, barrierefrei mit Essen, Trinken und Dartspielen zu unterhalten, so einen Tag mal aus dem Alltag raus, mit Betreuer, die düsen nach auch, so, und dass man die einfach mal so bespaßt. Natürlich kostet nur mal Geld, aber die Liga hat's, und ich finde, denen Menschen einfach mal einen schönen Tag schenken, ohne dass sie Kosten haben, ohne dass sie irgendwas haben, einfach kommen und gehen, natürlich ist das natürlich stationsnah, klar. Und das sind so Dinger, wo ich mal sage, ja, warum nicht? Warum sollte ich
wie soll ich sagen, Geld verdiene ich rein prinzipiell nicht. Das wird immer irgendwo ausgegeben. Ja? Es geht immer irgendwo wieder zurück. Also es geht immer am Schluss, die Rechnung ist bei null. So, aber man muss auch sagen, es machen alle ehrenamtlich. Alle, wo helfen, machen das ehrenamtlich. Auch ich. So, Internetkosten, alles wird gedeckelt, da bleibt Summe X übrig und die geht in der Regel wieder retour in die Liga. Ob es jetzt halt irgendwelche Tickets sind, ob es irgendwelche Lose sind, ob es irgendwelche Pokale oder was auch immer. Wir gucken, dass es immer zurückgeht. So, jetzt kommt aber der Punkt. Jetzt kommt der Punkt. Wir haben uns entschieden, das zu unterstützen. Klar, das wird passieren. Aber in welcher Größenordnung, in welchem Format, das muss ja dann auch noch ins Detail geklärt werden. Vor allen Dingen wann. Und da nehme ich euch nicht mit. Ich sage mal so, ich nehme euch schon mit, bevor diese Personen da sind. Klar, Datenschutz und so weiter. Und wenn sie wieder gehen, wie es danach aussieht und wie die Leute, die, wo ich dann filmen darf, die, wo dann sagen, ja, okay, mache ich mit, danach und davor, die zeige ich euch natürlich dann, wenn wir da auch so Interviews machen, wie so Tage sind, wie sie angekommen sind, davor, danach, wie war die Nervosität, da merkt ihr das auch, was da am Zoom auch für eine Arbeit hinten dran ist. Das machen wir. Ja, mal noch. Trainingsvideos, klar. Also es wird in der Hinsicht auch sehr, sehr, sehr spannend. Okay, wir haben jetzt noch 8 Minuten. Komm, dann erzähle ich euch, wie die Kurpfalzliga zur meiner Liga geworden ist. Sehr, sehr, sehr suspekt. Und da ist ein kleiner Punkt, den lasse ich weg. Ein kleiner Punkt. Da ist so ein kleiner Punkt, den lassen wir weg. Weil, all dieweil, das noch nicht geklärt ist. Und wenn das geklärt ist, dann kann ich drüber reden. Wir haben auch ein schnieges Logo übrigens. So, das ist ja mein Ordner. Hier sind meine Papiere von den einzelnen Klassen. Dann haben wir das Regelwerk, so manche Zahlen unterm Strich, was hängen bleibt und so weiter und so weiter. Wo können wir was ausgeben? Wer kriegt was? Was sind so Kosten und so weiter? Und was für Probleme schlagen wir uns rum? Da können wir mal an so ein aktuelles Thema gehen. Da könnt ihr auch gerne mal drunter schreiben, was ihr machen würdet. Und zwar, es gibt überall Betrug. Den gibt es überall und der wird überall probiert. Nee, erst eins, dann nicht. Oh, ich mache jetzt erst das eine, dann das andere. Oh, ich komme wieder vom Kuchenback auf, wisst ihr ja. Und so, es hat damit angefangen, ich habe in der Liga gespielt. Und da gibt es ja Kapitänssitzungen, wo die Kapitäne mitgeteilt bekommen oder mitentscheiden dürfen, wie auch immer. So, aktuell war es damals, also zu dem damaligen Zeitpunkt war es so, dass Kapitäne mitentscheiden durften. Aktuell ist es so bei uns. Wir haben ein Gremium gebildet mit mehreren Liga-Klassenleitern und ich als Oberster, wo dann sagt ja oder nein. Aber generell stimmen wir zusammen ab. Aber das letzte Wort habe immer noch ich. Wenn ich es total Quatsch finde, sage ich nein, Attacke und tschüss. Ja, weil es für mich einfach nicht plausibel ist. Aber dafür ist auch meine Aufgabe, so Ideen auch zu bringen. Und dann wird die diskutiert von denen. Und dann habe ich im Prinzip nichts zu entscheiden, weil das entscheiden dann die. So, egal. Jetzt kommt aber der Punkt. Dann kam es damals zu den ersten Kapitänssitzungen, wo ich dabei war. Und da ging es darum, sie brauchten noch einen Ligasekretär, wo hilft. Und da habe ich mich gemeldet, bin aber übergangen worden, weil ich immer meine Meinung sage. Das war schon derzeit schon immer so. Da kommen wir auch noch zu, wie Sport einen menschlich verändert oder unterstützt. Machen wir beim nächsten Mal. Machen wir menschlich unterstützt, Sport unterstützt und so weiter. Machen wir das nächste Mal. Und da kommt der Punkt, dass ich übergangen worden bin und dann ist einfach eine genommen worden, wo Schriftführerin macht und toll, Planschwall macht das. Und dann habe ich mir gedacht, okay, alles klar, ihr wollt nichts verändern, ihr wollt einfach nur so. War der erste Berührungspunkt. Dann ein paar Jahre später, der spielt auch mit mir in der Mannschaft, ist einer zu mir gekommen, hör mal, ich brauche noch einen Klassenleiter. Also okay. Und dann kam dann auch der erste Punkt, wir brauchen eine neue Satzung. Satzung heißt Regelwerk, wo man auch einreicht beim Finanzamt und so weiter, so und so läuft, so lässt man es auch eintragen für eine e.V. Und früher war es eine Seite, zwei. Jetzt ist es ein ganz klein bisschen mehr. Die habe ich dann in mühevollster Kleinarbeit dann geschrieben. Dieses Sisyphus-Ding. Nachts um Uhr. Warum? Ich habe sie überarbeitet, habe es dem Schriftführer mitgeteilt. Neue Schriftführer. Da war aber das Problem Kommunikation und Gedankengänge. Weil ich dann, ich habe das so gedacht, ich probiere es zu formulieren, grob, und er formuliert es dann richtig um. Ja, damit mir das zusammen im Team war, mein Gedanke. So, dann habe ich mich nachts hingeguckt und habe es gerade alleine geschrieben. So,
und viele Probleme, viele Situationen überarbeitet und habe das erstmal gegeben, also da, das sind deine Probleme behandelt, lest das durch, wenn das gefällt, ja, wenn nicht, dann nicht. So, und das haben wir dann jedem gegeben, wo da involviert war, auch Mirko damals zu dem Zeitpunkt dann schon. Und das wurde dann angenommen, klar, weil ich dann wirklich fast alle Probleme schon weggemetzt habe. Kleine gab es noch, aber die haben wir dann auch noch in den Griff bekommen, weil dann die Handhabe auch anders da war. Und dann kamen wir auf den Punkt, heute waren wir länger, merke ich gerade, dann kamen wir an den Punkt, was ist, wenn Probleme dann wirklich nicht eingehalten werden, wenn sowas nicht eingehalten wird? Könnt ihr gleich mal mitentscheiden, Könnt ihr unten drunter schreiben, das machen wir noch, das Thema machen wir noch, da wird es halt mal länger. Dann habe ich, nachdem, wie ich es aufgeschrieben habe, dann auch behandelt und ich habe dann immer das Okay noch vom Obersten gebraucht. Problem war, egal wer mir mit Argumenten gekommen sind, ich habe das hier dreifach, vierfach durchgedacht, das Ding. Das heißt, die haben sie frisch vorgelegen, ich habe es geschrieben, ich habe mir hier was gedacht, ich kenne ja alles auswendig da drin. Und damit habe ich dann jede Diskussion ummieden, habe dann manche Leute auch auflaufen lassen oder auch einen direkt aus der Kapitänssitzung rausgeschmissen und habe gesagt, du spielst hier bei uns gar kein Dart mehr. Mittlerweile spielt er wieder hier, weil die Message angekommen ist. Ja. Und damit ist massiv Ruhe eingekehrt. Und dann kam es Richtung Corona. Und dann die Person, wo mich geholt hat, krankheitsbedingt zurückgesetzt, also nicht zurückgedreht, sondern ein bisschen sich zurückgestuft und mich nach vorne gestuft. Klar. Und habe gesagt, ja, mache ich, sobald du wieder fit bist, gehst du wieder vor und ich geh den Schritt wieder hin. Ich will das gar nicht so machen. Ne? Aber ich helfe dir da gern. Ja, gut, okay. Und dann hat er gesagt, er will gar nicht mehr. Und da habe ich dann mit ihm gesprochen und er hat gesagt, was sagt, dann bleibt man wenigstens als Klassenleiter und halt, ich will nicht. Ich wäre nicht ins kalte Wasser gesprungen, das wäre nicht passiert, aber ich will nicht ihn verlieren, weil er ja auch mit Urgestein ist und wirklich seit Anfang an dabei ist. Und ja, und ich bin der, wo damals gestänkert hat und dann in die Ligaleitung kommt und dann jetzt halt auf einmal Ligasekretär ist. Und das ist einfach schwierig in ihrer Situation. Und er wollte dann ganz, er hat gesagt, okay, er lässt sich breitschlagen. Und dann kommt ja auch noch der Punkt des Dunkelbabbels, wo dann schnell passiert, rausgeschmissen, Sinn und jenes. Und ja, Bubble dummes, stimmt nicht. Es stimmt nicht, was da gesprochen worden ist. Das ist das Thema, gehen wir nochmal separat ein. Da könnt ihr mir auch sagen, was ihr damit macht, weil zu diesem Zeitpunkt, wo ich euch das dann erkläre, habe ich mich schon entschieden. Da bin ich mal gespannt, wie ihr entschieden hättet. Ob ich mich da vielleicht auch im Nachhinein in die Nestle gehockt habe mit dem Ding. Also ich erzähle euch das dann komplett. Und ja, der ist dann aber dann komplett weg gewesen und dann haben wir da gestanden. Da mussten wir alles umkrempeln, machen und tun und jetzt sind wir da, oh, das ist sehr gut funktioniert. Und so ist es halt passiert, dass ich von dem Gehassten zu dem Dazugehörigen, zu dem Besitzer Anführungszeichen geworden bin. Warum? Es laufen ja alles über meinen Namen. Im Prinzip läuft alles über meinen Namen. Alles, was irgendwie öffentlich dokumentell ist, läuft über meinen Namen. Das heißt, am Schluss, wenn es um die Rechnung geht, steht da mein Name drauf. Ende aus Mickey Mouse. Ist einfach so. Wir haben auch Sponsoren und alles. Natürlich laufen die Rechnungen dann über die. Ja. Aber im Prinzip ist es meins. Egal. So. Und dann war ja der Punkt, dass wir es umbenannt haben, gemacht und getan haben. Und viele Probleme aufgedeckt haben, die darf ich so rein rechtlich nicht erwähnen. Deswegen lassen wir das. Aber ich sag mal so viel, die Personen wissen, was sie gemacht haben. Und jetzt kommt der Punkt. Wo waren wir? Was wollten wir noch erzählen? Was habe ich vergessen? Sehen das? Entscheidung. Genau, komm, die Entscheidung machen wir. Wie ist da was? Die Entscheidung machen wir beim nächsten Mal. Was wir für Entscheidungen fällen muss, kann und welches Problem. Das tun wir beim nächsten Mal. Nur das machen wir beim nächsten Mal. Da kommen wir schon zu Teil 3. Freunde, das funktioniert ja gut. Es ist ja wirklich viel Information. Da kommen wir zu Teil 3. Und nach Teil 3 habe ich so viel Videomaterial zusammen, dass wir dann endlich mal Dart spielen können. Das ist doch mal schön. Hier mal, was ist denn das? Dass wir mal zusammen Dart spielen können. Bis dahin habe ich so viel Videomaterial zusammen. Da war mal Training, da war mal Spieltag. Dann nehme ich euch mal auf so eine Reise mit. Da machen wir erstmal Training, da machen wir Spieltag. Weil ich muss ja auch, während ich das hier schneide, mache und tue und die anderen Videos, dafür die Klemmbausteine hier hinter mir nicht vergessen. Weil ich drehe ja jetzt halt noch die Bücher. So, die Bücher kommen, dann das, was da steht, das macht die Kleine.
Das habt ihr aber schon gesehen. Das habt ihr zu dem Zeitpunkt schon gesehen. Und da habt ihr vielleicht schon einen Teil gesehen, bin ich mir noch nicht ganz sicher. Aber wenn, dann kommt nach dem Video die. Und dann kommen wir zu dem. Und dann kommen wir zu dem. Das kommt Mitte im Sommer, kommt das. Warum? Ihr mögt es eh nicht so. Und dann können die, wo Sommer gucken, eh nicht so viele. Und wenn, dann können sie es nachholen im Winter. Dann habt ihr über, weil ich drehe ja durch. Ich mache nur 2 Wochen Sommerpause. Aber ich probiere Hansebrix hier vorne dran zu kriegen. Beziehungsweise vielleicht bin ich auch bei ihm. Mal gucken. Weil ich habe mit meiner Frau gesprochen. Ich habe gesagt, einen Tag bin ich weg. Dann will ich bei ihm seinen Kaffee trinken. Aber momentan ist ja die Lage ganz schwierig, wisst ihr ja. So. Aber den überfalle ich erst, wenn es soweit ist. Wer weiß, was noch alles passiert. Vielleicht habe ich auch Corona, wenn ich in Urlaub will. Mein Urlaub ist schon gebucht gemacht dran. Vielleicht habe ich Pech und bleibe dann daheim. Wissen wir nicht. So. Und beim nächsten Mal kommen wir zur Entscheidung. Und dann gucken wir mal, was wir weitermachen. Dann habe ich mir irgendwas vorgenommen. Bleibt mir gesund.